Mann, 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 was für ein Scheißwetter. Ich würde sagen, wir sollten uns ganz schnell in das Innere eines Gebäudes oder wahlweise Autos bewegen und ganz schnell weitermachen mit der nächsten Mission. Puncture Wounds. Dwayne und Jeffro lassen sich's gut gehen. Hey man, where you been? I tricked one of the cars on a shopping list. But the crazy bitch, she drives like the devil. I've been following her for hours, but she stops for nothing. You'd have to ram her off the road in order to get a chance to get her car, and you know a wrecked car is no good to us. I swear she's playing with me. Dude, calm down. If she playing with you, then she probably won't get one time involved until it turns ugly. We gotta find a way to stop her or slow her down. Too bad we can't involve the police. Cause then we could pop her crazy bitch tires and bang her crazy bitch ass in jail for being a danger to my sanity. You know what? I think I got an idea. CJ, CJ, steig ins Auto. Dieses Auto wurde so umgerüstet, dass du Nagelmatten abwerfen kannst. Ein Traum. Durchlöchere die Reifen des Zielautos mit Nagelmatten. Und mal wieder ist es ein Tamper, den wir benutzen dürfen dafür. Du hast nur 3 zur Verfügung. Dann sollten wir gut zielen. Die Maustaste L ist es, die wir benutzen müssen. Also ganz normal schießen quasi. So, wo ist denn die Frau, die wir hier erleichtern sollen? Auf dem Highway, auf dem ganz normalen. Okay. Dann fahren wir auch mal auf den Highway. Kein Problem. Wir kommen und eilen zur Rettung. Also, naja, zur Rettung vielleicht nicht gerade, aber zur Beklauung. Wir eilen herbei. Wir lassen das dabei. Der Temper, der gibt auch gut Stoff. Der ist nämlich gar nicht mal so ein schlechtes Auto, auch wenn er ein bisschen schrottig daherkommt. Mit seinen andersfarbigen Türen und Motorhauben und Kofferraumklappen und so. Aber der hat schon gut was drauf. So, junge Dame, lassen Sie bitte das Auto mal ganz, ja? Okay, wir müssen nur mal vorbeikommen an hier. Nach Möglichkeit irgendwo, wo kein anderer Verkehr ist. Das ist nämlich das Störende dabei. Ah, das wäre jetzt eigentlich gerade eine gute Gelegenheit gewesen, aber ich wusste nicht so wirklich, ob sie auch hinter mir fährt. Kommst du? Hahaha! So, hat sich das erledigt. Hey, CJ, how's it going with that crazy bitch, eh? Popped her. Just about to fix the tire. Should be back any minute. Okay, careful with that puncture repair shit. Nasty stuff. Will do. Later, man. Man, stuff is disgusting. Oh, shit. All over my clothes. Na klasse. Bring das Auto zurück in die Werkstatt. Für die Kiste habt ihr das gemacht. Na toll. Da hätte ich ehrlich gesagt lieber den Tamper behalten. Den könntet ihr ruhig mal in den Showroom stellen. Wenn wir den ein bisschen aufmotzen, sieht er auch ein ganzes Stück netter aus noch. Naja, was soll's. Wir haben die Mission erfolgreich hingekriegt. An sich natürlich mal wieder überhaupt nicht schwer eigentlich. Wir müssen einfach bloß vor die Kiste gelangen und dann die Nagelmatte abwerfen. Was soll da für ein Problem sein? Aber ich glaube, wir tun denjenigen, der jetzt auf den Highway kommt und da den Tamper stiehlt, der mit Nagelmatten ausgerüstet ist, einen weitaus größeren Gefallen als uns, die jetzt hier diesen tollen Kombi haben. Ich sollte vielleicht nicht so viele andere Autos rammen. Sonst ist nicht mehr viel vom Wert unseres Wagens übrig. Aber naja, passt schon. Weg da! So, zirkeln wir uns mal durch den Verkehr hier. Keine Zeit zu bremsen. Bremsen können wir, wenn wir tot sind. Toller Spruch, ich weiß. So, und dann machen wir uns mal hier runter. Und haben auch diese Mission erledigt. Das war jetzt im Eilverfahren. Nassisa, zufrieden? Unternehmen erworben. Das war die letzte Mission für den Showroom. Dieses Objekt generiert ab jetzt Einkünfte von bis zu $8000. Holt ihr das Geld regelmäßig ab? Sehr, sehr gern. $5000 gibt es nochmal für uns für die erledigte Mission.
Und damit können wir uns eigentlich auf den Weg machen zu Torino. Und mal schauen, was er diesmal für uns so parat hat. Womit er uns diesmal quälen will. Oh, eigentlich... Naja, gut. Lassen wir die mit dem Motorrad mal wegfahren. Ansonsten wäre ich jetzt noch schnell umgestiegen, hätte noch umgesattelt, aber passt schon. Ist okay. So, dann sollten wir mal irgendwie auf den Highway kommen und uns wieder rüber in die Wüste begeben. Ich glaube, ich fahre gerade falsch. Ich muss da lang. Hier ist die Auffahrt. So, jetzt sind wir richtig. Weg da! Ah, diese Kiste hat so eine unfassbar schwammige Lenkung. Aber schon immer, also... Der Stallion ist schon immer so unfassbar schwammig. Das war noch nie anders. Okay, auf zu Torino. Mal sehen. Er verrät ja im Voraus nicht sehr viel. Also man kann nicht wirklich drauf schließen, was man denn jetzt eigentlich machen soll. Und da er ja ein Regierungsfiffi ist, der uns für irgendwelche besonderen Aufträge braucht, können wir uns denken, dass es irgendwas Unschönes wird. Und irgendwas, dessen genaue Zusammenhänge wir nicht begreifen werden wahrscheinlich. Weil uns niemand darüber informiert. Aber wenn es so einfach wird wie die Mission davor, wo wir einfach nur Caesar abwerfen mussten, dann gern wieder. So. Angekommen. Und dann schauen wir mal, was es gibt. Interdiction. Roger that, big monkey. I got a 13-6 fat vulture. Need to acquire a drowning baby. Over. What? In 15 by the fat moon. Break your heart. Over and out. Carl, I need you to do me a favor. Yeah, I'll do you a proper injury, man. What you knowing about my brother? Relax. He's in prison upstate. D-wing. Cell 13. To the left, I got a child killer who wants to rip his throat out. To the right of him, I got a white supremacist who wants to eat his heart, to be precise. Now, don't worry. Tenpenny and Pulaski are really relatively benign, unless, of course, you're a family member of Officer Pendlebury, whom they shot when he threatened to expose them. But you do know all about that, right? Damn! Hey, man, how you know all this stuff, man? And won't you stop it? You just don't understand, do you, kid? Look, it's all white knights and heroes. We have to make decisions, kid. You know, I try to set bad people on other bad people, and sometimes I let good guys die. He's your brother, but to me, he's just collateral. It's a very delicate decision. Look, over here, you got all the scumbags inside the country. And over here, you got all the scumbags outside the country. And me and my colleagues, we're the fucking pivot. Keep the government in work. Which reminds me, come here, okay? I need you to head over here in the buggy outside, okay? Okay, let off a flare. We got some precious cargo needs collecting. Hey, hold up. What about my brother and all that shit you was talking about? Hey, don't worry. Sweet's just fine. He gets touched. A prison guard goes home and finds that his wife and kid have been murdered. Everything's under control. We'll talk later. Now, come on, get out of here. Sympathisch. Fahrt zu El Castillo del Diablo in der Wüste. Also wie wir uns dachten, wir haben... Achso, wir können den Buggy nehmen. Wir haben mal wieder keine Ahnung, was wir da eigentlich tun. Und jetzt haben wir auch tatsächlich mal gehört, was mit Officer Pendlebury passiert ist. Der wurde ganz am Anfang des Spiels mal erwähnt. Denn als TJ angekommen ist, wurde ihm ja direkt angekreidet, dass er Officer Pendlebury erschossen haben soll. Jetzt wissen wir also auch, was mit ihm passiert ist. Also man konnte sich's eigentlich denken, dass er Tenpenny und Pulaski irgendwie verpfeifen wollte und deswegen sterben musste. Was sollte sonst passiert sein? Natürlich. Er ist nicht irgendwie aus Versehen gestorben. Aber naja. So läuft das halt bei den beiden. Und Torino weiß über alles Bescheid. Aber es ist ihm relativ egal. Ich meine, was geht's ihn auch an? Er ist für anderes zuständig. Und bei amerikanischen Geheimdiensten scheint allen Filmen und Serien und Spielen nach ja immer sehr dreckige Wäsche gewaschen zu werden. Von daher... Was macht denn der Wurstverkäufer hier? Gut, egal. Wir fahren weiter. Wir holen uns jetzt keinen Hotdog.
mitten in der Wüste am Staudamm steht ein Hotdog-Verkäufer. Finde ich gut. Gefällt mir. Weiß nicht, ob er so viel Umsatz macht, aber das ist auch nicht mein Problem. Da ist El Castillo del Diablo. Ist das nicht sogar... Das könnte die Stadt sein, die wir später mal wiedersehen werden. Also Stadt nicht, aber Geisterstadt. Mal schauen. Jesus, what took you? Torino, where you at? Miles away. No time for niceties, kid. Choose a vehicle, grab the equipment I provided, get to that drop zone and wait for that package. Ja, wo könnte er denn sein? Schnapp dir den Raketenwerfer, das machen wir. Schaff dir ein geeignetes Transportmittel und sieh zu, dass du auf den Berggipfel kommst. Ich glaube, ich nehme das Motorrad. Jetzt müssen wir bloß mal schauen, wie kommen wir denn da hin? Ja, ist der richtige Weg hier, links rum. Dieser Weg soll es sein. Es wird kein leichter sein. Er wird steinig und schwer, aber er wird uns schon zu unserem Ziel bringen. CJ ist toll. Wo bist du? Naja, er ist da, wo du ihn zurückgelassen hast. Du hast doch vorhin mit ihm geredet. Glaubst du, er wäre jetzt auch hier hingekommen, um dir dann über einen Lautsprecher aus 5 Metern Entfernung was zu sagen? Jo, wie müssen wir denn fahren? Ich glaube, das ist der richtige Weg. Ja, das sieht gut aus. Ja, hier sind wir richtig. Okay. Leuchtsignal gesetzt. That's our cargo, arriving now. Jesus, will you stop doing that? Hold up. Shit, pilot said he's got trouble. Two agency choppers coming in on an intercept. Can you see them? Yeah. Glückwunsch! Lass uns CIA-Agenten töten! Schütze den Schmuggelhelikopter vor den CIA-Cops! Wo ist er denn? Da! Bums! Das war Nummer 1! Ich gehe mal weg! So, wo ist denn der andere? Der andere? Ahaha! Auch von dem entferne ich mich ein bisschen. Alles gut! Mit Raketenwerfern haben sie es echt, oder? Na komm schon! Immer noch nicht! Ich habe Angst um mich! Dem Ding zu zielen ist halt auch echt eine Plage, ne? Ja, wir müssen aufpassen, dass uns die Helikopter hier nicht töten, wenn sie runterkommen. Das ist eigentlich die größte Sorge, die ich habe. Lauf! So, der sollte da drüben explodieren und uns keine Sorgen machen eigentlich. So, auch für den war es das. Ruhe! Hol dir die Schmuggelware. Wir haben viele gute CIA-Agenten getötet. Ist das nicht großartig? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die CIA immer als das Böse dargestellt wird. Ist halt die Frage, ob das wirklich so ist oder ob das immer bloß so scheint. Achso, wir müssen wieder unseren Wagen nehmen? Na gut. Wo kommt denn der jetzt her? Wow! Okay, alles gut. Wir leben. Echt jetzt? Echt jetzt? Du bist runtergesprungen? Keine Worte. Die Einstellungsvoraussetzungen, was die Intelligenz angeht, scheinen bei der Polizei von San Andreas nicht so hoch zu sein. Ich will mal Los Santos sagen irgendwie. So, wo sind wir denn hier gelandet? Keine Ahnung. Einfach Gummi geben. Ach, diese Polizei, jetzt haben wir die auch noch am Hals. Das ist nicht großartig, das Huhn. Ich finde es immer wieder toll. So. Wie
Wie weit weg hast du das Ding denn geschleppt, Mensch? Du hättest das ruhig in der Nähe fallen lassen können. Aber ich meine, gut, der Buggy, der ist ja schnell. Damit bereitet es jetzt nicht so riesige Probleme, hier durch die Gegend zu reisen. Ist dann auch ganz nett, dass ihr mir den noch gegeben habt. Sieh mal an, ich habe bloß noch einen Stern. Wohin ist denn der andere verschwunden? Keine Ahnung. Okay, get the package back to Las Brujas. Where are you? You giving me the heebie-jeebies, man. Carl, I will always be watching, or listening, or both. Na klar, liefere die Schmuggelware im Versteck ab. Wir könnten theoretisch auch den Heli nehmen, ne? Ich glaube, das mache ich mal. Wenn er hier schon so steht, dann nehmen wir uns doch den Helikopter. Steigen Sie ein. So, das, was wir mit Zeros kleinen Maschinchen schon so geübt haben, das können wir jetzt auch mal an der großen üben. Und auf geht's. Weiterhin gilt, fliegen mit dem Helikopter ist nicht so geil mit der Tastatursteuerung. Aber es gibt Schlimmeres. So, diesen Flugzeugplatz, wie heißt denn? Landeplatz, Mensch, diese Landebahn, die werden wir noch mal wiedersehen. Die wird uns noch ein bisschen begleiten hier in der Wüste, aber dazu in der nächsten Aufnahmesession mehr. Denn ich werde nach der Mission jetzt hier die Folge auch beenden, die Aufnahme beenden. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal ein bisschen mehr in der Wüste um, jetzt, da wir San Fierro wirklich hinter uns gelassen haben. Dort ist soweit alles erledigt. Und wir müssen uns mit Torino herumschlagen, der auf einmal, ups, vom Feind zum Freund geworden ist. Zu einem zweifelhaften Freund zugegebenermaßen, aber er ist unsere beste Chance, Sweet wieder aus dem Knast zu kriegen. Da sind wir. So, dann geben wir das kleine Paket mal ab. Wahnsinnige 1000 Dollar für uns. Die nächste Mission bei Torino wartet schon, aber wie gesagt, ich werde an dieser Stelle die Aufnahmesession beenden. Es war mir wieder mal ein großes Vergnügen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, erledige irgendwelche unverständlichen Sachen für den seltsamen Mann in der Wüste. Bis dann, macht's gut, haut rein und bis bald.